Scheinbar ja. Hier packen wir das Eisenerz rein. 3 ist bestimmt zu viel, aber naja, was soll's. Jetzt könnten hier natürlich irgendwo Zombies sein. Naja. Scheint doch nicht so. Aber hier ist es verdächtig. Oder Creeper. Vor den Creepern habe ich am meisten Angst. Ist hier irgendwo Creeper rumhängen. Jetzt wollte ich schon die nächste Etage machen, aber natürlich mit, wie heißt das jetzt? Mit Glas. Habe ich schon eine kleine Farm. Ach, wie herrlich. Vielleicht mache ich mir eine Lederrüstung. Gib es her. Gib es her. Zack. Wolle brauche ich jetzt, glaube ich, nicht. Da habe ich ja schon einiges mit 6. Was kann man mit 6 Leder machen? Schauen wir mal. Nein. Vielleicht ein Hütchen. Ja, machen wir mal eine Hut. Yay, eine Hut. Ist das Nut? Leather Cap. Sieht immer... das sieht schon richtig wie ein Jesus aus. Ein Arabical Jesus. Yes. Und weiter geht's. An unseren Dungeon Master 2000. Unten wollte ich jetzt nicht so viel hinbauen. Vielleicht baue ich hier oben dann, irgendwas Schöneres hin. Ich wollte die jetzt noch nicht so vergeuden. Hier eine. Bis wir ein bisschen mehr Eisen noch gefunden haben. Ich habe zwar jetzt schon einiges viel, sag ich doch schon. Einiges, aber ich will jetzt nicht alles direkt verbrauchen. Weil es ist ja so schön und vielleicht mache ich ja nachher noch so ein Minennetzwerk oder sowas. Bisher habe ich ja noch nicht so eine große Welt. Ich habe ja mehr hier alles schön zusammen. Finde ich auch eigentlich schöner, wenn ich hier so schön alles zusammen habe und nicht so weit rennen muss, weil das geht mir dann schon mächtig auf den Senkel, wenn ich dann schon, keine Ahnung, 5 Minuten brauche oder so, von einem Haus zu einem anderen zu rennen. Aber so sieht man natürlich mehr von der Welt, aber da geht so viel Zeit flöten, meiner Meinung nach. Mache ich jetzt 2 hoch, weil ich bin so frei. Weil ich finde, das sieht schnieke aus. Ja, jetzt haben wir zu wenig. Jetzt haben wir zu wenig. Ja. Zack, da, 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 da. Ich glaube, unten müssen wir doch schon Fenster machen, sonst sieht das so statisch aus, so irgendwie nicht so ganz toll. Ich glaube, dann braucht man aber auch mehr Glas. Kohle haben wir noch. Herein damit. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, da haben wir schon wieder 8. Können wir auch noch Sand reintun. Machen wir das doch mal. Haben wir jetzt nicht so viel. Aber naja. Ist zumindest mal was. Warum habe ich eigentlich so viele Eier? Was kann man nochmal mit Eiern machen? Ich glaube, ich muss mal nochmal die Minecraft-Wiki-Seite ein bisschen auswendig lernen.
Saving Level ist auch mal ganz gut, falls Minecraft, wie ich schon des Öfteren gesagt, abstürzt. Bisher hatte ich ja irgendwie noch nicht das Problem, dass Minecraft abstürzt, während des Let's Plays auf jeden Fall. Aber wo ich schon alleine gespielt hatte, da ist das mir schon, keine Ahnung wie oft, abgestürzt. Und das war, da war ich dann auch schon sauer drauf. Weil ich habe mir dann ziemlich viel Mühe gegeben. Ist alles schon richtig schön gebaut. Auch schon viel Zeit investiert da drin. Naja, und dann stürzt es ab. Minecraft speichert zwar das Inventar, aber natürlich nicht, was man gebaut hat. Was ist natürlich nicht so schön. Ja, das bauen wir auch noch zu. Da baue ich die Decke jetzt nicht so hoch. Baue ich so eine Hocke bauen. Und übrigens habe ich auch im Multiplayer gesehen, wenn man sich hinhockt, das sieht aus, als ob der da einen Haufen hinlegen würde. Ach ja, und ich folge ja auch den, auf Twitter folge ich dem Produzenten, wie sagt man, der Minecraft gerade, ja, macht, produziert, sonst wie. Und der hat es jetzt geschafft, das Inventar von I auf E zu legen. Wow, das ist mal krass. Aber ich finde, der bemüht sich auch echt drum, den Kontakt zu den anderen zu halten, was man bessern sollte. Der fragt auch immer schön auf Twitter, was könnte ich besser machen oder welches Feature oder sonst was sollte man auf jeden Fall behalten, welches sollte man eher löschen, welches was findet ihr so gut daran und sowas. Finde ich auf jeden Fall eine gute Sache. Ja. Aber es lohnt sich auf jeden Fall. Ich hatte gar nicht gedacht, dass Twitter jetzt so toll ist, sonst was. Aber es lohnt sich auf jeden Fall, es sich zuzulegen. Auch es sei drin, um irgendwelche Nachrichten oder irgendwelchen coolen Leute zu folgen, weil die, wenn man zum Beispiel auf Skaten und sowas steht, Tony Hawk habe ich jetzt einfach mal auch, folge ich jetzt auch einfach. Oder einfach mal irgendeiner Zeitung, damit man auch schön auf den neuesten News und auf dem neuesten Stand ist. Ich baue hier einfach mal so jedes zweite Ding baue ich einfach mal ein. Jetzt wird es natürlich dunkel. Könnte natürlich sein, dass hier oben Monster spawnen. Da mache ich ein paar Fackeln. Ich weiß auch gar nicht, wie viele ich brauche. Aber naja, sicher ist sicher. Passt ja auch perfekt. Cobblestone, haben wir noch was? Ich denke, ist es rechteckig? Natürlich nicht. Ach, bauen wir dann hier so eine Ecke. Was soll's? Was soll's? Ist ja nicht so wichtig. Da noch einer. Dum, 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 dum. Naja, fast hätte ich's. Sieht man, wie hinten die Sonne untergeht, wie hinten alles dunkel wird. Da. Da. Und ich habe auch gelesen, es soll vielleicht eventuell
einen Singleplayer-Modus oder so eine Story auch in Minecraft reinkommen. Was haltet ihr davon? Findet ihr das gut? Nicht so? Was denkt ihr davon? Ich denke, so eine Story wär schon irgendwie geil, dass man auch irgendwie weiß oder irgendwas Geiles machen kann, eine Story durchleben oder sowas. Hier bräuchte ich auch Fackeln. Sonst spawnen hier ja auch Monster. Also ein Story-Modus, so finde ich, ist eigentlich eine geile Idee. Weil so kann man mal ein bisschen von dem Baukrams wegkommen. Da klingelt das Telefon. Ich mach mal kurz eine Pause. Bis gleich.